geht's noch? Das ist doch der Arsch von Freitag. Und die beschissene Kellnerin aus dem Vanity. What the fuck, Larissa? Was zur Hölle machst du hier? Willst du Ärger? Den kannst du gerne haben. Hi, Oscar. Na, ist alles okay bei dir? Du hast das ganze Wochenende nicht auf meine Nachrichten geantwortet. Warum ignorierst du mich? Leo, was glaubst du, wo es mir geht? Du hast mich doch Freitag gesehen. Besser ist nicht mehr geworden. Ja, okay, guck mal. Ich weiß, dass es dir scheiße geht, aber ich bin deine Freundin und ich möchte gerne für dich da sein. Und deshalb wäre es nett, wenn du dich auch mal zwischendurch melden würdest, weil ich will dich gerne irgendwie ablenken oder so. Keine Ahnung. Guck mal, du warst auch immer für mich da und jetzt bin ich mal in der Reihe. Das ist echt lieb gemeint, aber ich glaube, ein bisschen reden bringt da nichts. Mein Leben ist einfach gerade wieder ein riesig großer Haufen Scheiße. Das ist alles nur wegen Samantha, diesem Miststück, weil sie es geschafft hat, dass Sarah mich abserviert, weißt du? Egal, ich habe einfach keinen Bock, drüber zu reden. Ja, okay, kann ich auch irgendwo verstehen. Aber falls du doch irgendwie Redebedarf hast oder jemanden brauchst, du weißt, ich habe immer ein offenes Ohr für dich, okay? Ich lenke dich auch gerne immer. Hallo, was machst du? Ja, Samantha und diese Alte, die ich Freitag in Vanity weggeheimert habe. Was zur Hölle machen die hier zusammen? Naja, also wundern tut's mich jetzt nicht, dass sie sich kennen, ne? Bitte, lieber Gott, sag mir, dass sie nicht hier zur Schule geht. Hoffen wir es mal, ne? Ist schon komisch, dass sie hier ist. Ey, die neue Direktorin fuckt mich einfach so ab, ne? Wie kann man so nerven? Ja, keine Ahnung. Vor allem, was war das für eine Moralpredigt gerade? Dass du deine Noten in Mathe verbessern sollst, weil es für dich sonst kacke aussieht? Ey, das kam mir schon fast wie so eine Drohung vor, okay? Die soll sich verdammt noch mal nicht in mein Leben einmischen. Das geht sie einfach nichts an. Ja, ist echt so eine Streberhölle hier. Und hier muss ich jetzt auch noch meine Zeit am Sitzen? Ja, ey, Larissa, sorry, aber ganz ehrlich, du bist selber jetzt verantwortlich dafür und du musst deinen Realschulabschluss fertig machen. Ganz einfach. Ja, ich weiß. Hätte ich das eher gewusst, hätte ich mich auf der alten Schule auch besser benommen, dass ich nicht geflogen wäre. Ja, Gott sei Dank bist du jetzt hier. Wir müssen gemeinsam durch die Hölle. Ja, okay, da hast du recht. Und hier sind ja eh noch ein paar Loser, die ich dann abziehen kann. Ey, Larissa, an deiner Stelle würde ich mal ein bisschen den Ball flach halten. Oder willst du direkt Stress mit der Schulleitung, hä? Ah, ja, keine Ahnung. Hey, Samantha, alles klar bei dir? Ja, bei dir? Ja, muss. Ja, sag mal, wer ist deine Freundin neben dir? Marlon, das ist meine Cousine Larissa. Deine Cousine? Echt? Also die Ähnlichkeit hält sich in Grenzen, muss ich sagen. Ja, das hätte ich jetzt so leider nicht gesagt. Geh dich einen Scheiß an. Ganz genau das. Hier willst du was Süßes vielleicht? Süßigkeiten? Was labert der? Ist der hängen geblieben? Larissa, du musst verstehen, der hat die immer dabei. Mann, er ist so ein Süßigkeiten-Junkie. Ah ja, pass mal auf. Da geht's noch? Hör mir gut zu, ja? Quatsch mich noch einmal so dumm von der Seite an mit deinen Süßigkeiten. Ramm ich dir die Tüte so hart in deinen Arsch, dass du direkt an Diabetes verreckst. Hast du mich verstanden? Ja, ist okay, komm schon mal wieder vor. Alles in Ordnung hier? Mir sind nur die Bonbons hingefallen, aber sonst alles okay. Aha. Larissa, ich brauch dich noch mal 5 Minuten in meinem Büro. Da gibt's noch was Organisatorisches zu klären, okay? Ja, okay. Tut mir leid, dass ich noch nicht mit allem fertig geworden bin, aber als eure neue Direktorin muss ich mich auch erstmal einarbeiten. Kommst du? Ja, klar. Okay. Oh mein Gott. Ey, die ist genauso durchgeknallt wie ihre Tochter Cleo auch. Die ist auch hier mit uns auf der Schule. Echt jetzt? Die sind beide crazy. Oh, Scheiße, da freue ich mich ja schon, die kennenzulernen. Alter, komm, wir gehen lieber. Ja. Auch so. Am besten bittest du ihr lieber keine Süßigkeiten. Okay. Na, kriegen wir schon hin. Kann ich eine Cola trinken oder so noch? Zum Beispiel. Was hast du denn? Komm auf jeden Fall zu mir und frag mich dann. Geht's noch? Ey, warte mal. Das ist doch der Arsch von Freitag. Und die beschissene Kellnerin aus dem Vanity. What the fuck, Larissa? Was zur Hölle machst du hier? Willst du Ärger? Den kannst du gerne haben. Komm doch her. Ey, könnt ihr beide vielleicht mal ein bisschen runterfahren? Oh, musst du dich jetzt von kleinen Mädchen beschützen lassen? Nein, muss ich nicht. Mit dir werde ich auch alleine fertig. Ey, stopp mal jetzt. Ihr beide habt miteinander gebumst? Oh ja. Ja, hab ich doch erzählt. Das ist der mich nach der schnellen Nummer direkt abblitzen lassen hat. Larissa, und das ist der Arsch, der mich betrogen hat. Was?
Echt jetzt? Das wusste ich nicht. Du bist so ekelhaft, ne? Aber ein Grund mehr, ihm jetzt die Fresse zu polieren. Hör mal zu. Du verarsch mich nicht und meine Cousine auch nicht. Ab heute läuft hier alles anders. Alles wird nach meinen Regeln laufen. Und das gilt auch für diese Bitch aus dem Vanity. Wundert mich überhaupt nicht, dass die beiden verwandt sind. Wie schafft man es eigentlich, so viel Asozialität in einer Familie zu produzieren, ne? Hast du einen Todeswunsch oder was? Oskar, die sind's nicht wert. Okay, lassen wir das einfach vielleicht. Was hast du gerade gesagt? Hältst du dich für was Besseres oder was? Larissa, by the way, das ist die Direx-Tochter. Ach, jetzt wird mir so einiges klar. Die denkt wirklich, die wäre was Besseres. Außerdem habe ich eh noch eine Rechnung mit ihr offen. Hallo zusammen. Hi. Cleo, hast du gleich noch mal einen Moment? Geht um Opas Geburtstag. Mhm, ich komme gleich. Ich muss nur noch kurz was mit Oskar klären. Okay. Alles klar. Meine Mama ist hier mit Doro. Wir können euch schon mal warm anziehen. Komm doch. Wir gehen jetzt erstmal raus, frische Luft schnappen, ne? Wir wollen nämlich keinen Stress haben. Ich kann die Luft eh nicht mehr haben. Ich würde sagen, wir stellen es hier einfach ab und dann wird gepflanzt, ne? Ja. Passt echt so? Mega geil. Ich hoffe, du weißt, Leo, dass ich das echt nur dir zuliebe mache, weil ich dich echt gern mag. Aber dieses Projekt vom Schmitter geht mir sowas von am Arsch vorbei. Und warum bist du immer noch so grantig? Wegen Sarah oder wegen was anderem? Nein. Es fuckt mich einfach nur mega ab, dass diese Larissa jetzt auf unsere Schule geht. Das bedeutet wieder nur Ärger. Ja, das habe ich tatsächlich auch schon überlegt. Vor allem, die scheint genauso schlimm zu sein wie Samantha. Irgendwie sogar noch schlimmer. Ist doch gerade eh schon alles schlimm genug. Wofür jetzt noch der Driss, dass die Alte auf die Schule geht? Keine Ahnung, ich könnte vielleicht mal mit Mama reden oder so. Was? Hast du einen Schaden? Du kannst doch jetzt nicht einfach bei Direktorin Mutterpetzen gehen. Wie peinlich ist das denn? Ja, stimmt. Sorry, es war irgendwie eine dumme Idee von mir. Aber trotzdem habe ich keinen Bock, dass du die ganze Zeit so schlechte Laune hast. Ich will dich gut gelaunt sehen und sonst rede ich mal mit denen oder so. Das ist auch crazy. Am besten, wir gehen den beiden aus dem Weg, machen großen Bogen um die beiden Tussen. Puh, vielleicht hilft das ja was. Weißt du, aus den Augen, aus dem Sinn. Mann, ich will einfach nicht, dass es dir schlecht geht. Guck mal, du warst so oft für mich da, du hast mir die ganze Zeit geholfen bei der ganzen Luca-Sache und jetzt bin ich einfach mal an der Reihe, dir zu helfen. Und wenn das so geht, dann, keine Ahnung, rede ich mal mit denen oder so. Cleo, das ist echt mega süß von dir, aber ich glaube, ich kann schon auf mich alleine aufpassen. Okay, ich dachte ja nur. Ja, alles gut. Ich glaube, es ist vielleicht auch einfach besser, wenn du dich von Larissa fernhältst. Es schien mir eben so, als wollte sie bewusst deine Aussage in den falschen Hals kriegen, um mit dem Beef anzufangen. Ja, aber ich kann auch selber auf mich aufpassen. Danke. Das warst du wirklich. Hi. Hi. Oskar, grüß dich. Cleo, was cool wäre, wenn wir noch durchgehen könnten, wie wir die Bienengärten aufstellen. Das wäre eine Sache. Und die andere, was mir einfällt, ich habe die Spendenboxen größtenteils verteilt. Aber es müsste noch eine zum Kühlen gebracht werden. Könntest du das übernehmen eventuell? Ja, klar. Cool. Dann würde ich vorschlagen, machen wir es direkt, oder? Wir sehen uns ja später. Larissa! Hey! Hi. Was machst du hier noch? Du hast doch Feierabend. Ja, ich habe auf dich gewartet. Willst du rauchen? Nein, nein, danke. Okay, du, ich wollte mich bei dir entschuldigen. Wegen der Sache mit Oskar, mit der schnellen Nummer. Ich wusste nicht, dass es dein Ex-Freund ist. Es tut mir echt mega leid. Schwamm drüber. Gar kein Ding. Guck mal, ich habe mit Oskar abgeschlossen. Das ist Vergangenheit, okay? Ganz ehrlich, der Typ soll in der Hölle schmoren. Ist mir doch scheißegal. Aber ich will keinen Streit mit dir, nur wegen dem. Okay? Ja, dann bin ich erleichtert. Danke. Aber wie wär's denn, wenn wir ihnen jetzt schon das Leben zur Hölle machen? Und wenn wir schon dabei sind, können wir auch diese Blonde mit den kleinen Titten auch noch bearbeiten. Guck mal, bei Oskar bin ich safe dabei, okay? Ich will ihn bluten sehen. Aber was Cleo angeht, da müssen wir auf jeden Fall chillen. Mann, ihre Mama ist hier Rektorin. Ach, scheiß drauf. Ey, Larissa, wenn wir das mit Oskar durchziehen, dann haben wir sowieso schon genug zu tun. Also? Ja, okay. Larissa, das Rauchen auf dem Schulgelände ist verboten, das weißt du, oder? Ja. Ihr wisst das? Ja. Beim nächsten Mal gibt's einen Verweis. Okay? Ja.
Okay. Ja, Alter. Die Alte nervt so. Kein Wunder, dass ihre Tochter auch so scheiße ist. Ey, Larissa, ganz ehrlich, ich gehe jetzt nach Hause, bevor ich auch noch von der hier angequatscht werde. Kommst du jetzt mit oder was? Ja, nee, geh du mal. Ich bleib noch ein bisschen hier. Ich wollte die Lage hier noch ein bisschen abchecken. Weiß schon Bescheid, ne? Okay. Lass dich nicht erwischen. Ich mein's ernst. Ja. Ciao. Ciao. Hier! Hey, können wir vielleicht kurz miteinander reden? Keine Zeit. Es geht auch ganz schnell. Ich wollte mich eigentlich nur bei dir entschuldigen für den Spruch vorhin. Das war echt nicht so gemeint. Also, es war wirklich nicht böse gemeint. Ich halte mich nicht für was Besseres, auch weil meine Mama Direktorin ist oder so. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Also, das war wirklich nur so ein Spruch, weil ich Oskar beruhigen wollte. Es tut mir echt leid. Hast du Schiss oder was? Versuchst du dich jetzt deswegen rauszureden? Hör mir mal zu. Ich habe Stress mit wem und wann ich will. Kapiert? Und dein Gelaber kotzt mich einfach nur an. Ich habe gar keinen Bock drauf. Ich kenne solche Menschen wie dich, die immer gute Noten schreiben, die immer nett zu allen sein wollen. Ich weiß ganz genau, was du über mich denkst. Und pass mal gut auf. Quatsch du mich noch einmal so dumm von der Seite an. Dann bist du am Arsch. Und jetzt verpiss dich. Hallo? Boah, ich hab dir überhaupt nichts getan. Was ist denn hier los? Ich bin schon wieder her. Cleo, alles in Ordnung? Ja, alles gut. Wir haben nur über das Bienenprojekt geredet, ist nichts passiert. Ihr habt doch gerade gestritten, oder? Mama, lass einfach gut sein, okay? Wir haben das geklärt, ist alles gut. Können wir bitte einfach gehen? Larissa, ich weiß, was du an deiner letzten Schule veranstaltet hast. Ich weiß, warum du geflogen bist. Und wenn du den gleichen Ärger hier machst, dann fliegst du auch hier und zwar schneller, als du gucken kannst. Haben wir uns da verstanden? Jo. Gut. Komm, wir gehen. Danke, Mike. Das ist richtig lieb von dir, dass wir die Spendenkassetten fürs Beam-Projekt hier aufstellen dürfen. Richtig cool. Kein Thema. Wofür brauchst du das Geld eigentlich? Wir haben für so ein Schulprojekt. Damit wollen wir so Bienengärten bauen. Und vielleicht reicht es sogar für ein paar Bienenstöcke. Mal gucken. Wir haben auf jeden Fall richtig, richtig viele aufgestellt in ganz vielen Läden. Deshalb, vielleicht kommt hier ein bisschen was zusammen. Cool, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Dann möchte ich doch mal direkt den Anfang machen und spende auch ein bisschen was. Zack. Dankeschön, das ist richtig lieb von dir. Kein Thema, sehr gerne. Ich will jetzt aber auch abdüsen, weil meine Mama wartet bestimmt schon auf mich. Alles gut. Und wir sehen uns dann die Tage. Ja, ich bin auch eh gleich weg. Ich bin mit Jule verabredet. Mach dir noch einen schönen Tag. Ach so, cool. Ja, dann macht euch auch einen schönen Tag. Machen wir. Ciao. Schön, dich zu treffen. Wir wollten ja noch was klären, ne? Kannst du schon mal vorgehen? Ich komme nicht nach. Klar, ich bereite uns schon mal Drinks vor, ja? Mhm. Larissa, wir haben nichts mehr zu klären. Ich habe dich extra von meiner Mutter in Schutz genommen. Also ist doch alles cool jetzt. Gar nichts ist cool. Nur weil du gerade Scheiße vor deiner Mutter gelabert hast, heißt es nicht, dass wir cool sind. Wir sind das Gegenteil von cool. Guck mal, ich habe keinen Bock auf dein Scheißgelaber. Ich habe keine Zeit für so einen Unsinn, okay? Tschüss. Wir sind noch nicht fertig. Ein falsches Wort, ein falscher Schritt und du bist dran. Mhm. Das kann auch nur von dir kommen. Oh. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Mal los, willst du mich jetzt mit dem Golfschläger verhauen oder was? Hab ich aber Angst. Marc, komm. Den brauche ich nicht. Willst du noch eine fangen? Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, das geht schon. Ich halte die Flosse gleich an die Kanne Bier und dann geht das schon.